Und in dieser Geschichte geht es um ein Hauptthema. Und dieses Hauptthema ist das Dua. Dieses Hauptthema ist das Dua. Es zeigt uns auf, was der Dua in unserem Leben bewirken kann. Und dass der Dua in einer schwierigen Situation einen Ausweg aufzeigen kann. Aber gleichzeitig zeigt uns diese Geschichte auf, wie wichtig es ist, dass der Mensch gute Taten in seinem Leben vollzieht. Und dass er bei diesen guten Taten auch aufrichtig und wahrhaftig ist. Und dass jede gute Tat, die du als Mensch getan hast, irgendwann einmal an deiner Seite stehen wird und dich unterstützen wird, dich festigen wird, dir einen Ausweg geben wird. Entweder im diesseitigen Leben schon, aber allerspätestens im Jenseits, wenn du unter der Erde bist. Und wenn die Engel zu dir kommen und dich befragen werden und du dann an deiner Seite leuchtende Gestalten haben wirst und du fragen wirst, wer seid ihr? Und sie werden sagen, wir sind deine guten Taten. Du brauchst keine Angst zu haben, wir werden dich unterstützen. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er erzählt uns jetzt die Geschichte von drei Männern. Drei Männer, welche in irgendeiner Zeit gelebt haben. Wir wissen nicht, an welchem Ort, noch in welcher Zeit. Das kann tausende von Jahren her sein. Das kann aber auch vielleicht kurz vor der Geburt unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geschehen sein. Das kann auf der arabischen Halbinsel geschehen sein. Das kann in Asien geschehen sein. Das kann in Nord- oder Südamerika geschehen sein. Wir wissen es nicht. Nur Allah subhanahu wa ta'ala allein weiß es. Aber es ist nicht wichtig. Sondern wichtig ist, was wir aus dieser Geschichte für Lehren ziehen können. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Überlieferung, die Al-Bukhari und Muslim überlieferte. Von Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiallahu anhu. Und zwar berichtete dieser, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, drei Männer, die vor euch gelebt haben, haben sich auf den Weg gemacht, um eine Reise zu vollziehen. Und in der Nacht haben sie Zuflucht gesucht in einer Höhle. In einigen Versionen heißt es, dass es plötzlich angefangen hat zu regnen und sie dann Zuflucht in einer Höhle gesucht haben, um zu übernachten, um einen trockenen Lagerplatz zu haben. Und mitten in der Nacht gab es einen Erdrutsch. Und ein dicker Felsbrocken ist direkt vor den Eingang der Höhle gefallen, der so schwer gewesen ist, dass sie ihn nicht zur Seite rollen konnten. Und jetzt sprachen sie zueinander. Das Einzige, was euch jetzt helfen kann, das Einzige, was euch jetzt vor diesem Felsbrocken retten kann, ist, dass ihr Allah mit euren frommen Taten bittet. Sehr interessant. Das sind also drei Leute gewesen, welche wussten, wie man in solch einer Situation zu handeln hat. Ihr kennt doch diese Survival-Kurse, oder? Wo man dann in der Wildnis lernt, wie man überleben kann. Wenn irgendjemand von uns in der Wildnis ausgesetzt sein sollte und verloren gehen sollte, der würde wahrscheinlich verhungern. Der würde gar nicht wissen, was er tun soll. Warum? Weil er nie einen Kurs belegt hat. Weil er nicht weiß, wie er überlegen kann, wie er an Frischwasser kommt, wie er an Nahrung kommt, welche Pflanzen giftig sind, welche Pflanzen genießbar sind, was er in einer Wüste zu tun hat, was er auf hoher See tun muss, damit er überleben kann. Man würde wahrscheinlich zugrunde gehen. Und interessant ist, dass diese drei Männer sofort wussten, was sie zu tun haben. So als wären sie auf solch einen Moment vorbereitet gewesen. So als würden sie ganz genau wissen, was muss ich in einer aussichtslosen Situation tun. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, meine lieben Geschwister im Islam. Ein Muslim braucht ein gewisses Grundwissen, was er sich aneignen muss. Damit er in jeder Situation
auch handeln kann und weiß, was er zu tun hat. Wenn er in eine Situation geraten sollte, wo nicht gerade ein Scheich oder ein Gelehrter an seiner Seite ist, oder wo er nicht gerade Internet hat und bei Google nachschauen kann, wie verhalte ich mich jetzt in solch einer Situation als Muslim? Was sollte ich tun? Was mache ich als Muslim, wenn ich in eine Situation gerate, wo ich plötzlich kein Wasser habe, aber ich möchte beten? Das gehört zum Grundwissen. Ich muss wissen, dass man Tayammum machen kann. Und ich muss wissen, wie man Tayammum machen kann. Was mache ich als Muslim, wenn ich in eine Notsituation gerate und jetzt richtig Dua machen möchte, dass Allah Ta'ala auch wirklich mein Dua erhört? Sie wussten es ganz genau. Und sie haben sich gesagt, wir müssen Allah Ta'ala bitten, aber nicht nur einfach bitten, sondern wir sollten, während wir bitten, Tawassul machen mit unseren besten Taten. Sie wussten ganz genau, in welcher Art und Weise, mit welchen Mitteln und mit welchem Werkzeug und mit welchem Schlüssel die Tore des Himmels für das Dua eröffnet werden. Sie wussten es. Ich brauche also Wissen, meine lieben Geschwister im Islam. Und deswegen Allah Ta'ala, was sagt er im Koran? Er sagt, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Sprich, sind etwa jene gleich, welche wissen, und jene, welche nicht wissen? Nur diejenigen lassen sich ermahnen, welche einen Verstand besitzen, welche ihren Verstand benutzen, welche nach Wissen streben. Du musst kein Gelehrter oder keine Gelehrtin werden. Das ist nicht deine Verpflichtung. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat uns im Koran aufgezeigt, es muss immer Menschen geben, welche sich spezialisieren. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Warum gibt es nicht von ihnen eine Gruppe, welche hinauszieht? فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ, von jeder Gruppe, von ihnen eine kleine Gruppe, zieht hinaus. Damit sie sich Wissen und Verständnis im Glauben aneignen. لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ. Aus welchem Grund? وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. Und damit sie ihr Volk warnen können, wenn sie zu ihnen zurückkehren, weil sie das Wissen haben. وَلَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Und auf das sie dann sich in Acht nehmen. Es muss also Menschen geben, welche sich spezialisieren. Gar keine Frage. Aber, und das ist das Wichtige, meine lieben Geschwister, ich als Muslim, ich brauche ein gewisses Grundwissen, mit dem ich unabhängig bin von den anderen Menschen. Ich muss wissen, warum ich Muslim bin. Ich muss wissen, wie ich meine Pflichten, egal wo auf der Welt, praktizieren kann. Ich muss wissen, was halal ist, was haram ist. Ich muss wissen, wie ich meine Beziehung zu meinem Schöpfer stärken kann. Und dementsprechend hat uns unser Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgezeigt, wie groß der Unterschied ist zwischen einem wissenden Muslim und einem nicht wissenden Muslim, der aber Asket ist, der Allah Ta'ala viel dient. Wie groß ist denn der Unterschied? Kennt ihr den Unterschied zwischen einem wissenden Muslim und einem nicht wissenden Muslim, der aber praktiziert? Kennt ihr hierzu einen Hadith unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem dieser uns diesen Unterschied aufzeigt zwischen einem Wissenden und einem Asketen, einem Gelehrten und einem Asketen? Er sagt sallallahu alaihi wasallam, فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدْ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ. Der Vorzug des Wissenden gegenüber einem Nichtwissenden, gegenüber einem Asketen, der betet, fastet, aber kein Wissen hat, ist wie der Vorzug von mir gegenüber dem Untersten von euch. In einer anderen Version heißt es, كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ, wie der Vorzug des Mondes gegenüber den anderen Sternen. Der Mond ist für uns der wichtigste Himmelskörper, der größte aus unserer Perspektive gesehen, der uns am meisten beeinflusst als Menschen auf der Erde.
Die Sterne sind sehr weit weg, sie sehen zwar schön aus, aber sind sehr, sehr weit weg. Und da sehen wir, wie wichtig es ist, dass ich als Muslim dieses Grundwissen habe. Und wie wichtig es ist, dass ich als Muslim an solchen Sitzungen teilnehme. Und dass ich als Muslim versuche, auch mir Wissen durch Lesen und durch Bücher anzueignen. Und nicht einfach blind imitiere, sondern versuche zu verstehen.